Tanz. Wir haben uns überlegt, dass wir gerne mit deiner Übung anfangen würden, die du immer am Anfang machst, mit der wir uns alle verbinden. Wäre das für dich in Ordnung? So die Einführungsmeditation. Genau, so eine Einführungsmeditation, ja. Dass wir uns einstimmen aufeinander. Ja. Okay, dann schließen wir mal die Augen. Atmen noch dreimal tief ein und aus. Und lassen Wurzeln in die Erde wachsen, ganz tief hinein. Und lassen die Wurzeln sich nach allen Seiten hin verzweigen. Und lassen über die Wurzeln die Kraft der Erde hochsteigen wie Saft in einen Baum. Lassen die Energie jetzt immer höher und höher steigen. Zuerst die Beine hoch. Und immer noch höher und höher. Mit den Beinen lassen wir es in den Beckenraum fließen. Vom Beckenraum in den Bauchraum. Dann den Brustkorbraum hoch, bis zu den Schultern und den Schultern lassen wir es in die Arme und Hände fließen und den Hals hoch in den Kopf. Wir füllen jetzt alle Zellen auf mit der Kraft der Erde. Dann lassen wir Äste in den Himmel wachsen, die wie Antennen sind, die die kosmische Energie empfangen. Und leiten die auch in den Körper, zuerst in den Kopf. Und Hals runter in die Schultern. In die Arme und Hände. Den Brustkorbraum runter, weiter in den Bauchraum, in den Beckenraum und die Beine runter bis in die Füße. Wir führen jetzt alle Zellen auf mit der kosmischen Kraft, achten aber darauf, dass die kosmische und die irdische Kraft ins Gleichgewicht kommt. Wir können uns dafür ein Yin und Yang Symbol vorstellen. Dann verbinden wir uns mit dem göttlichen Licht in unserem Herzen. Unser Ich Bin, das wie eine kleine goldene Sonne ist. Und lassen die immer größer und größer werden. Immer größer und größer, sodass sie über den Körper hinausgeht. Und immer noch größer wird. Und unsere Sonne so groß geworden ist, dass die Sonne des Nachbarn berührt, verschmelzen alle Sonnen zu einer großen goldenen Sonne, die uns umgibt, durchdringt, uns schützt und zu einer Einheit macht. Ja, wir bitten um den göttlichen Segen und Christus und Sophia für den heutigen Tag und um Führung. Wir kommen jetzt wieder zurück in unseren Körper, in unser Tagesbewusstsein und werden wieder vollkommen präsent im Hier und Jetzt. Ja, wir freuen uns sehr, dass wir heute mit Ulrich Gappel und Hans Hansen sprechen dürfen. Vielen Dank, dass ihr die Zeit für uns genommen habt und wir jetzt hier zusammen sein dürfen. Und ich würde am Anfang gerne fragen, Hans,
Als was bezeichnest du dich, wenn du gefragt wirst, was du beruflich machst, was sagst du denn? Ich bin Geomant. Du bist Geomant. Und ja. Du warst aber ja nicht immer Geomant. Nein, ich war Landwirt vorher. Und wie kam das, dass sich das von der Landwirtschaft zur Geomantie gewandelt hat? Das hing damit zusammen, dass meine Kinder an die Flensburger Waldorfschule gingen und dort Anfang der 90er Jahre ein Seminar angeboten wurde von Marco Pogacznik. Und daran habe ich teilgenommen und dann habe ich gemerkt, dass ich das auch kann, was er kann. Und dann habe ich noch einige Seminare über ein paar Jahre hinweg bei ihm besucht. Und dann habe ich noch Peter Dawkins kennengelernt, einen englischen Geomanten, der einen anderen Blickwinkel hat. Und durch diese Erfahrung hat sich mein eigener Blickwinkel entwickelt. Sodass ich jetzt selber Geomantielehrer geworden bin. Das war eine sehr wichtige Erfahrung. Also die beiden sind auch so die Profis, sozusagen, weltweit am bekanntesten, glaube ich. Und von denen habe ich ganz viel gelernt. Ja. Und wenn man jetzt Geomantie erklären müsste, jemandem, der noch nie was von Geomantie gehört hat, was würdest du sagen? Was genau ist Geomantie? Ja, Übersetzung im Lexikon steht drin Geo, Erde, und Mantie, Orakel. Also ein Erdorakel. Die Araber haben Steine in den Sand geschmissen und das Gedeute, die Erde deuten, heißt das übersetzt. So steht das im Lexikon drin. Und heute versteht man darunter, mit der Erde kommunizieren. Also mit alles beseelt ist. Geomantie sieht alles als beseelt an. Es gibt nichts, was nicht beseelt ist. Und alles ist gleichberechtigt. Alle Wesen, also der Mensch ist nicht die Krone der Schöpfung, sondern alles ist gleichberechtigt. Und jetzt haben wir ja Uli hier mit sitzen. Auch dabei. Ihr arbeitet ja zusammen. Und wie habt ihr euch kennengelernt? Oder wie seid ihr darauf gekommen, zusammen zu arbeiten? Gute Frage. Ja. Wir haben uns einfach im richtigen Moment, zur richtigen Zeit getroffen, würde ich sagen. Hans kam irgendwann zu mir und sagte, er soll jetzt Lehrer werden, also er hat schon Haushaltung gemacht und sowas auch in der Zeit. Und ich habe damals mein Seminarhaus aufgebaut gerade und auch andere Dozenten eingeladen und so weiter, also auch Seminare organisiert. Und dann habe ich gesagt, ja, ich soll Seminare organisieren. Dann haben wir gesagt, ja, das ist in Ordnung. Und dann haben wir losgelegt. Ja. Das ging ganz schnell und einfach eigentlich. Es war einfach der richtige Zeitpunkt auch. 2006 war das, ja. Wie kam das dazu, dass du Seminarhäuser aufbauen wolltest? Oder eins reicht mir ja. Ich habe selber ein Haus in der Ganförde, ein Seminarhaus, wo ich meine Praxis habe und habe immer die Zusammenarbeit mit anderen, auch mit anderen Disziplinen irgendwie fand ich richtig und habe ich mir unterstützt auch. So habe ich auch noch drei weitere Naturheilpraxen bei mir im Haus. Und 1996 war so ein großer Umbau nochmal und da haben wir auch einen Seminarraum eingerichtet in dem Haus und seitdem dann ein Verein gegründet, Impulse, Forum für bewusstes Leben e.V. Und da ging es auch darum, einfach die ganzheitlichen Naturheilmethoden auch vorzustellen und denen einen Raum zu geben, in dem sie sich präsentieren können. Es gab eine Zeitschrift dazu, eine Zeit lang, die hieß auch Impulse. Das war dann die Printversion für die Präsentation, also für den Raum. Und ich habe in meinem Haus eben diesen Raum zur Verfügung gestellt, einfach um Menschen die Möglichkeit zu geben und auch von beiden Seiten eben, ne? Dass die Therapeuten, dass sie was anbieten können und eben auch Menschen dahin finden können sozusagen. Zu ihrem Weg, zu ihrer Methode, zu ihrem Gesunden natürlich auch. Und war das bei dir immer schon, dass du im Heilbereich tätig warst oder war das wie bei Hans auch, dass es so einen Klick gab, wo was Neues angefangen? Ich habe vorher keinen großartigen Beruf gelernt, so, aber das war mit 30 ungefähr, da habe ich dann die Heilpraktikerei kennengelernt oder die Homöopathie kennengelernt, vor allen Dingen auch klassische Homöopathie. Und das war für mich so der Andockpunkt, sag ich mal so, wo ich gemerkt habe, ich wollte was vom Leben lernen, so wie ich mal anfange. Ich wollte immer was über das Leben lernen, wie das Leben funktioniert, habe auch mal Biologie studiert, 2 Jahre, da habe ich gemerkt, da lerne ich es nicht. Und dann kam dieses Haus zu mir, muss man mal ehrlich rum so sagen. Und als das Haus fertig war dafür, dann kam die Heilpraktiker-Ausbildung. Und über die Homöopathie und die weiteren Sachen kamen dann eben die Seminarorganisation, dann kam Hans und seitdem arbeiten wir eben so gut zusammen. Ja. Und das heißt, du bist ja im Heilpraktischen, also du bist dabei, Menschen zu heilen. Ja. Du machst Hausheilung, also das heißt, du heilst das Umfeld der Menschen und damit auch die Menschen, oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, das ist nicht trennbar, das ist eine Einheit. Mhm. Ja, so, alles hängt zusammen. Also ein Haus ist ja beseelt und wenn es dem Hausgeist nicht gut geht, dann geht es auch den Menschen da drin nicht gut. Also nenne ich deswegen das Hausheilung. Also der Hausgeist wird sozusagen geheilt, das Haus wird geheilt
und dann dadurch auch die Menschen, die im Haus sind, ne? Dass sie dann sich wohlfühlen und entspannen können und so. Das ist der Sinn. Und kann man das sagen, wo das anfängt oder ist es, dass sich das beides parallel entwickelt? Also wenn der Mensch anfängt, sich nicht mehr gut zu fühlen, fängt auch der Hausgeist an, sich nicht gut zu fühlen? Oder ist es manchmal, dass man schon in ein Haus reinkommt, wo es dem Hausgeist schon nicht gut geht und ja. Dann überträgt sich das? Oder wie? Genau, wenn das Haus an einem Ort gebaut wurde, zum Beispiel, wo man es hätte nicht bauen sollen, weil der Platz belastet war oder weil da eben Wesen wohnen, die gar nicht wollen, dass der Mensch da ein Haus baut. Und es ist auch bei Straßen so, dass oft Unfälle passieren, Straßen auf geraden Strecken, die man sie nicht erklären kann. Und das hängt damit zusammen, dass man da hätte keine Straßen bauen dürfen. Und in Island haben sie ja die Elfenbeauftragten, die werden dann gefragt, ob man da eine Straße bauen darf oder nicht. Und bei uns gibt es leider sowas noch nicht. So, und das hängt oft damit zusammen, dass ein Haus an einem Ort steht, der belastet ist. Also es kann sein, dass da zum Beispiel vor 1000 Jahren Krieg durchgezogen ist, die Wikinger oder so. Und diese Kriegsenergie ist aber immer noch da, die geht nicht wieder von selber weg. Und dann kann man den Ort reinigen von dieser Kriegsenergie. Also generell rätst du, dass wenn man an einem Ort etwas tut, egal wo, dass man erstmal den Ort würdigt, wahrnimmt, begrüßt, genau. Bevor man mit dem Ort macht, was man will, aber erstmal fragt, will der Ort das überhaupt? Genau, also wenn die Gemeinde ja zum Beispiel ein Feld von einem Bauern zu einem Bebauungsgebiet erklärt, so, dann muss der Hofgeist damit einverstanden sein, der Feldgeist damit einverstanden sein und die Wesen, die da leben. Und wenn die einverstanden sind, dann kann man das sozusagen aus dem Hoforganismus entlassen und es in die Gemeinde übergehen lassen. Und dann kann man den Gemeindegeist, der für die ganze Gemeinde zuständig ist, das bitten, an den Ort anzuschließen. Und dann ist es in Harmonie. Und wenn es aber nicht gemacht wird, dann kann es eben zu Störungen kommen. Ja. Aber so viel, wie das nicht gemacht wird, haben wir scheinbar dann auch sehr, sehr viel Störung. Ja, genau. Also Menschen, die jetzt ein neues Haus gebaut haben und wohnen da, fühlen sich aber nicht wohl, weil das Haus nicht angeschlossen wurde an das Kraftsystem der Landschaft. Das reicht auch schon aus. Und früher war das so, wenn ein Haus vor 100 Jahren oder 50 Jahren auch noch, wenn ein Haus eingeweiht wurde, dann hat der Handwerker sein Ritual gemacht. Aber dann kam auch noch der Priester und hat das Haus gesegnet und dadurch wurde es angeschlossen. Und das wird heute aber nicht mehr gemacht. Heute wird nur mein Handwerker macht sein Ritual. Und das reicht aber nicht, um ein Haus anzuschließen, sondern diese Rolle muss ich sozusagen übernehmen. Jetzt, wenn ich dann ins Haus komme, muss ich um den göttlichen Segen bitten, das Haus anzuschließen oder mich bei den Wesen entschuldigen, dass da gebaut wurde ohne Erlaubnis und so weiter. In den meisten Fällen kriegt man das hin. Und manchmal müssen auch Elementarwesen umgesiedelt werden, die da überbaut wurden. Also es gibt immer eine Chance zur Heilung. In den meisten Fällen ist das möglich, das so hinzukriegen. Wolltest du was sagen? Nee, ich denke, das ist auch der Sinn der Heilung. Also Heilung, das macht auch Sinn, geheilt zu werden oder dass Heilung stattfindet, weil dann lernen wir und reifen wir. Und das ist ja auch der Sinn des Lebens sozusagen, dass wir uns entwickeln. Und von daher ist es immer eine Chance da. Wenn man die gut nutzt, dann denke ich, ist auch der Gewinn davon da oder die Heilung eben da und die Weiterentwicklung oder wie man das immer nennen will. Und weil du sagst, meistens, hast du schon mal erlebt, dass es nicht funktioniert hat? Ja, das ist schon vorgekommen, wo das nur zum Teil geheilt wurde, aber nicht ganz in Ordnung war und das man auch nicht hinkriegen konnte, weil das zu schwierig war, weil da irgendwas war, irgendein Wesen, was nicht weichen wollte, also was da so einen ursprünglichen Platz hatte, zum Beispiel die Kobolde sind ja sehr empfindliche Wesen. So, und die sind da vorher gewesen, wenn die überbaut wurden, dann machen die alle einen Schabernack und so. Und wenn man sagt, hallo ihr Kobolde, das hört auf damit, und der Landschaftsengel bittet die umzusiedeln, aber die nicht umgesiedelt werden wollen, dann bleiben die da und dann kann man da nichts machen. Ja. Dann muss man notgedrungen vielleicht sogar weichen von dem Ort. Ja, müsste man, also, oder man muss mit den Kobolden zusammenleben in einem Haus und damit einverstanden sich erklären, dass die da allerhand Schabernack machen und so. Das heißt, man muss ja auch begreifen, dass wir als Menschen nicht das Recht haben, überall hinzugehen und überall hinzubauen und überall, sondern dass es einfach Wesen gibt, auf die man Rücksicht nehmen muss, die eben Teil dieser Welt sind, genauso wie wir, und ja. Wo man nicht drüber gehen kann, oder? Genau, und auch den Anspruch, den wir haben, dass wir so viel Wohnraum brauchen. Ne?
Und das ist, muss man auch sagen, es gibt so viele Häuser, die leer stehen, jetzt, weil die nur für Tourismus gebraucht werden. Und ja, das ist geht eigentlich nicht. Eigentlich müssen Häuser bewohnt werden. Und wie man ab und zu mal an Touristen vermittelt, aber die ganze Jahr leer stehen und nur in der Ferienzeit auf sind, das ist eigentlich nicht richtig. Wie geht's denn so einem Hausgeist, wenn der in so einem Ferienhaus ist und da ist die ganze Zeit keiner? Wird vereinsamt der dann? Ja, der fühlt sich nicht wohl. Und man kann auch beobachten, wenn ein Haus jetzt mal längere Zeit leer steht, also auch wenn da keine Touristen, überhaupt keine Menschen reinkommen, dann wird es nicht beseelt von Menschen. Und dann ziehen in das Haus abbauende Elementarwesen rein. Weil es nicht mehr beseelt wird von Menschen, dann bauen die sozusagen ab. Und dann kann ein Haus ganz schnell zerfallen. Also das hängt damit zusammen. Also wenn Haus, kann man überall beobachten, wenn Häuser ein paar Jahre leer stehen, auch Kaufhäuser zum Beispiel, die jetzt auf einmal pleite sind und jahrelang kein Mensch drin wohnt, oder, dann verfallen die ganz schnell. Und das hängt damit zusammen, dass die Natur dafür sorgt, dass es wieder vergehen kann. Kann denn, Uli, auch körperlicher Verfall einsetzen, wenn wir sozusagen als Menschen nicht beseelt sind oder nicht tief genug inkarniert sind, nicht genug präsent und da sind? Oder? Oh, weites Feld. Neue Betrachtungsweise gerade. Man kann sagen, dass der Mensch eine kleine Erde ist. Genau, dann wollte ich darauf hinaus. Ja. Ja. Der Mensch ist im Grunde eine kleine Erde und braucht auch alles, was im Großen ist. Und dafür zu sorgen, dass das in Harmonie ist. Das ist meine Aufgabe im Grunde. Ja. So, ne? Also der Mensch ist eine kleine Erde und wir bestehen auch aus Erde, Wasser, Feuer, Luft und auch so 70% Wasser. So, und alles, was man in der Geomantie anwendet für Haus- und Wohnortheilung, kann man auch für den Körper anwenden. Weil wir auch die Elementarwesen brauchen und im Gleichgewicht sein müssen zwischen Erde, Wasser, Feuer, Luft. Es muss in Harmonie sein und Yin und Yang, männlich, weiblich, muss in Harmonie sein. Genau wie in der Natur, alles muss in Balance sein. Und das ist das Ziel der Geomantie, der Erdheilung, ist, all diese Energien in Balance zu bringen. Und wenn man das jetzt auf eine Landschaft bezieht, also wenn man jetzt eine Ortsheilung macht oder einen größeren Landschaftsraum heilt, ist es im Prinzip auch das Gleiche. Also geht es auch darum, Energien zu harmonieren. Ja, man kann ja in der Landschaft kann man nur bis zu einem gewissen Grad was machen. Also öffentliche Plätze, wo die zugänglich sind. Da kann man was machen, aber man kann nur so weit was machen, wie das von dem göttlichen Plan her erlaubt ist. Also muss man also so formulieren, dass möglich nur das geschehen, was mit dem göttlichen Plan übereinstimmt. Ne? Also wir wissen ja nicht, was richtig ist für die Landschaft. Und dann kann man da Heilungsrituale machen, aber mit der Formulierung, dass nur das geschehen möge, was zum Wohle aller am besten ist. Es gibt in vielen Orten Geomantiegruppen, die in den Städten arbeiten und die geben ihr Bestes, aber sie können nicht alles wieder heil machen, sag ich mal, nur bis zu einem gewissen Grad. Weil sonst würde man, wenn man das machen würde, würde man den freien Willen der Menschen eingreifen. Und wenn du vom göttlichen Plan sprichst, meinst du das ja nicht im kirchlichen Sinne? Nein, nicht im göttlichen Sinne, sondern im göttlichen Plan. Also man kann sagen, im Sinne des Universums kann man sagen. Ne? Göttlicher Plan, das Universum ist an allen beteiligt. Ne? Und für mich ist das Universum die höchste Instanz und so, und die steckt hinter allen. Und wir können aber das Universum nicht verstehen, was das vorhat, was es plant, weil das alles mehrdimensional ist und wir mit unserem linearen Bewusstsein das gar nicht erfassen können und auch nicht verstehen können. Und deswegen kann man das, mit dem göttlichen Plan meine ich eben dieses umfassende Bewusstsein, dass das weiß, was richtig ist. Ja, also kein linearer Plan. Ja. Der freie Wille bezieht sich dann eigentlich auf alle Wesenheiten, die wir nicht wahrnehmen, sowie alle Wesenheiten, die wir wahrnehmen. Also der Mensch, ja. Alle Elemente haben sozusagen ihren freien Willen. Also Elementarwesen, Feen. Ja, also alles Menschen haben ein Bewusstsein, alle Wesen, Menschen oder Elementarwesen haben Bewusstsein, Häuser, hier Grundstücke und so weiter haben Bewusstsein. Und die wollen gewürdigt werden. Das heißt, die wollen gefragt werden, ob wir da was machen, ob wir es auch dürfen. Und für mich ist ein Wesen, das jetzt so ein Haus besitzt, so ein Hausgeist, genauso gleichberechtigt wie ein Mensch, der darin wohnt. Also wenn der Hausgeist mich fragt, ob ich was für ihn machen kann, dann ist das für mich ein Auftrag. Dann darf ich was machen, soweit es für ihn gut ist. Ne? Und wenn der Hausbesitzer das nicht will, kann ich aber trotzdem was machen, soweit es eben, dass es nicht eingreift in den freien Willen von dem Hausbesitzer. Aber ich darf was machen für einen Hausgast, der mich darum bittet. Ja?
Und zu dir kommen aber ja nicht die Hausgeister, zu dir kommen ja die Menschen, die dort wohnen und fragen. Und ja, das Interessante ist eben so, ich mache eine Wohnortheilung und so, und am nächsten Tag ruft der Nachbar an. Ja, weil der Hausgeist auch das will vom Nachbarn. Die spüren das dann? Ja, also der Hausgeist, der inspiriert den oder der Nachbar erzählt das dem, was da gewesen ist. Oder ich habe auch manchmal, wenn ich ein Haus entstört habe, zum Beispiel so eine Verwerfung durchs Haus gegangen ist und die habe ich verlagert, dass im Haus vorbeigeht, denn ein paar Tage später ist wieder eine Verwerfung im Haus und dann kommt die ja vom Nachbargrundstück. So, und dann will der wieder, also für eine Verwerfung ist ein Hüter der Unterwelt zuständig, ne? Das ist eine Unterweltstraße und der will auch angeschlossen werden und deswegen verlagert er auf das Grundstück, wo ich war, verlagert er seine Unterweltstraße und die Leute rufen mich wieder an, sagen, dass wir was zurückgekehrt. Und dann war es aber der vom Nachbarn. Interessante Erfahrung. Ja. Und es gibt aber Wesen, die haben auch nicht den freien Willen. Die muss man dann bitten als ja. Mensch. Muss man die dann bitten, dann zum Beispiel zu gehen? Oder? Ja, also freien Willen ist sowieso eine Sache, ob es ihn wirklich gibt, ne? Weil wir haben ja nur bis zu einem gewissen Grad einen freien Willen, so kann man sagen. Und bei den Elementarwesen ist es auch so. Man kann sagen, die alten Elementarwesen, die haben nicht so einen freien Willen wie wir. Die machen einfach das, was ihr Auftrag ist, ohne drüber nachzudenken und so. Und die neuen Elementarwesen, die es seit ein paar Jahren gibt, die auf einer höheren Bewusstseinsstufe sind, die im Christusbewusstsein sind, die werden auch Christusbewusstsein-Elementarwesen genannt, die können schon mitentscheiden und mithelfen, was sie bewirken wollen in der Natur. Wenn die alten Elementarwesen das nicht so machen, die haben Auftrag von ihrem Königreich, das und das zu machen, oder Mannschaftsengel. Und die denken nicht so sehr darüber nach, was man noch machen könnte. Und die neuen Elementarwesen können mit das beeinflussen und wissen, was richtig ist, weil die schon alle vier Elemente durchlaufen haben. Und was muss man sich unter den neuen Elementarwesen vorstellen? Jetzt als ein Beispiel bei Elementarwesen. Ja, neue Elementarwesen sind Wesen, die alle vier Elemente durchlaufen haben und vom Christusbewusstsein durchdrungen sind. Also im Christusbewusstsein sind, in der bedingungslosen Liebe sind. Das sind die Alten noch nicht. Und durch dieses Bewusstsein des bedingungslosen Liebe können sie die Dinge durch die Liebe sehen. Und dadurch können sie eben viele Dinge bewirken durch die Liebe. Das heißt, wenn du von Christusbewusstsein sprichst, meinst du das auch nicht im kirchlichen Sinne? Nee, sondern bedingungslose Liebebewusstsein. Für mich ist es, dass Christus die bedingungslose Liebe auf die Erde gebracht hat. Deswegen sage ich, ne, und das ist aber der allgemeine, hier im Westen ist ja der allgemeine Begriff des Christusbewusstsein. So, und deswegen sage ich Christusbewusstsein, aber das ist die bedingungslose Liebe ist das. Und das ist ja so, wo wir alle hinkommen werden. Zu diesem Christusbewusstsein, zur bedingungslosen Liebe, wie die Elementarwesen auch jetzt dahin gekommen sind. Man kann sagen, es hat 2000 Jahre gedauert, bis das Christusbewusstsein die ganze Erde durchdrungen hat. Und jetzt die Elementarwesenfolge erreicht hat und dann konnten die aufsteigen im Christusbewusstsein. So, und jetzt sind wir dran, die über der Oberfläche ist. Wir steigen jetzt auch ins Christusbewusstsein auf. Und was passiert dann mit den vorherigen Elementarwesen? Die wird es dann irgendwann nicht mehr geben oder die gibt es trotzdem weiter? Oder wie muss man sich das vorstellen? Die steigen mit auf. Die steigen auch mit auf. Also die Neuen helfen denen auch in das Christusbewusstsein zu kommen. Also, aber irgendwann wird es nur noch die Wesen geben, die alle im Christus, also die ganze Erde ist durchdrungen vom Christusbewusstsein, von der bedingungslosen Liebe. Alle Wesen, die hier auf der Erde sind, und alle werden in diesem Bewusstseinszustand irgendwann sein. So, und dann wird es auf der Erde keinen Krieg mehr geben, dann wird es keine Beurteilung, Bewertung mehr geben, keinen Streit mehr geben. Und da kommen wir jetzt hin in den nächsten Jahren. Das ist meine Wahrnehmung, meine Überzeugung. Ja. Neue Bewusstsein. Neue Zeitalter vielleicht auch so neue in die Zeitalter, Richtung, ja. Da auch hingeht. So, ja. Ja. Und Uli, erlebst du das auch, wenn du mit Menschen arbeitest, dass sich dann bei denen was löst und dann plötzlich, wahrscheinlich nicht der Nachbar, aber dann die Tante kommt oder die Schwester oder die Tochter? Ja, das ist schon normal, ne? Wenn du jemanden gesund machst oder heilt oder unterstützt oder begleitest in deinem Prozess, dass sie das weitererzählen und dann ist ansteckende Gesundheit im Grunde. Dann kommen auch die Nachbarn oder die Verwandten oder. Das ist ja viel mit Mund-zu-Mund-Propaganda, wie es im Heilpraktikerbereich so auch üblich ist, sag ich mal so, ne? Wir haben von einem Familienaufsteller und auch von anderen Leuten gehört, dass wenn man heilt,
dass man nicht heilen will, sondern genau. Also die sogenannte darf. Bedingungslose Liebe, dass man ja. sozusagen begleitet fast schon. Ist Begleitung, ja. Ist Begleitung. Gar keine Absicht darin hat. Wie nimmst ja. du das wahr? Im besten Falle gar keine Absicht, das ist richtig. Oder auch vielleicht mit dem Klienten, mit dem Patienten herauszuarbeiten, wo sein Wunsch hingeht. Ne, wo er wirklich Heilung wünscht, eben körperlich oder irgendwie noch auf anderen Ebenen. Und wie er das ausdrückt und wie er sich das wünscht, in dem sozusagen nachzugehen und da versuchen, Unterstützung zu geben. Mit was auch immer dann, aber mit Homöopathie oder mit Körperbehandlung oder mit Heilung an sich so. Ihn da zu unterstützen, dass er da auch hinkommt, was er eigentlich selber schon formuliert. Also ist der Auftrag wichtig? Das für mich ist schon der Auftrag wichtig, auch zu gucken, dass der Mensch, der kommt meistens ja mit, der normale Patient in Anführungszeichen, kommt mit Schmerzen oder mit sonst was und wünscht sich, dass das weggeht. Aber dahinter steht ja auch noch was ein bisschen übergeordnet ist sozusagen, was die Seele sich wünscht. Und wenn man so ins Gespräch kommt und das auch ein bisschen tiefer geht, ich mache ja auch mal Anamnese, also die Krankengeschichte gucken, wo sie hergekommen ist, die Ursache zu finden vielleicht. Und dann kommt der Mensch selber schon auf die Idee, anders auf sich selber zu schauen. Dann formuliert sich auch so ein Auftrag. Und wie nimmst du den Wandel in den Körpern wahr? In den letzten 20 Jahren zum Beispiel. Es gab ja mal eine Zeit in den 80er Jahren, da, wenn einer da sich therapiert hat, wurde der für verrückt noch erklärt. Dass der ja verrückt sein muss, dass er zur Therapie geht, das ist ja heute komplett normal. Ja, ja. Und der Blick ist auch weiter geworden eigentlich, denke ich so. Ne? Und ich denke, das beobachte ich auch mit Freude natürlich, dass der Mensch an sich oder der Patient und die Menschen, die zu mir kommen, auch einfach in ihrem Sein auch weiter geworden sind im Grunde schon. Ne? Oder dass ich manches auch schon ansprechen kann in den Analysen oder in den Gesprächen, was ich vielleicht früher vermieden habe, weil das in andere Themen oder in andere Bereiche geht, ein bisschen spirituell wird. So. Da hat man eher früher vermieden und heute rutscht mir es raus und ich merke immer wieder, wie leicht das geht. Ne? Oder wie sehr die Menschen auch da offen sind oder auch wenn sie es noch nicht gehört haben, aber dann trotzdem eine Bereitschaft haben, das anzunehmen. Das wie fließt die Geomantie in die Arbeit rein bei dir? Kleine Erde, große Erde, würde ich sagen. Ne? Also was ich mit Hans mache, ist große Erde und ich sehe die Menschen auch als kleine Erde und von daher behandle ich die kleine Erde sozusagen. Und jedes Mal sozusagen, wenn du mit Hans arbeitest, entdeckst du dann was Neues? Entwickelt sich irgendwie immer was Neues? Oder? Nicht unbedingt, aber die Wahrnehmungsfähigkeit, will ich mal sagen, die erweitert sich irgendwo. Und dann kann ich im Menschen auch Dinge vielleicht wahrnehmen, die ich vorher nicht wahrgenommen habe. So. Gerade wenn ich auch mit Berührung arbeite, mit Körperarbeit, also mit Berührung auch arbeite, dass man dann im Körper auch noch andere Schichten, andere Ebenen wahrnehmen kann, die ich vielleicht früher so nicht wahrgenommen habe. Das kommt sicherlich durch die Schulung und durch die Wahrnehmungsschulung im Grunde. Ne? Was kann ich wahrnehmen? Was kann ich wirklich empfinden? Also auch dieses Mitfühlen, Empfinden, Empathie zu haben und darüber auch noch eine Wahrnehmung zu vielen Menschen zu bekommen, als nur über die normalen Sinne, hören, riechen und so weiter, auch noch so eine Wahrnehmung zu bekommen über Empathie und dann kann ich auch feineren Ebenen im Grunde oder auch auf mehreren Ebenen gleichzeitig wirken oder unterstützen. Das ist nicht das Ich, was das macht, sondern eigentlich begleite ja nur, aber dann wirkt es eben auch auf den anderen Ebenen mit und das ist ganzheitliche Heilung. Das finde ich, das ist mein Ziel sozusagen auch dabei bei der Behandlung. Und Hans macht diese Erweiterung der Wahrnehmung, so wie die Uli gerade erzählt, versetzt dich in die Lage, ganz anders auf alles zu schauen? Also, ist man da vielleicht sogar unabhängiger, je mehr man selber mit der eigenen Wahrnehmung auf die Welt schaut? Also auch in jedem Bereich, das kann ja in vielen Berufsbereichen sein. Welche Kraft hat die Erweiterung der Wahrnehmung überhaupt? Ja, es ist in dem Moment, wo man nicht mehr getrennt ist, im Einssein ist, verändert sich die Wahrnehmung total. Dann ist man der Gegenüber und weiß, wie es dem Gegenüber geht. Oder von den Hausgeist zum Beispiel. Ich und der Hausgeist sind eins, ich weiß, wie es ihm geht. Oder ein Baum, wie es ein Baumwesen geht, weil ich der Baum bin. Mhm. Und wenn du aus dieser Trennung raus bist, dann kannst du alle Wesen so wahrnehmen, wie sie sind. Du bist in dem Moment, du bist ja eins mit denen. Und du bist trotzdem natürlich du selber. Und du weißt ja auch bei Familienaufstellungen, wenn du eine Rolle übernimmst von jemandem, dann bist du ja eins mit dem und dann weißt du, wie er sich denkt und wie er fühlt. Und so kannst du dir das auch vorstellen mit der Erde. Wenn du eins mit der Erde bist, mit allen Lebewesen, dann weißt du, wie das jedem Lebewesen geht,
auf das du die einstellst. Ja. Und hast du das die ganze Zeit oder switchst du da hin und her? Also wenn wir jetzt hier sitzen. Na, ich muss mich natürlich auch konzentrieren auf das, was ich wahrnehmen will. Mhm. Na, ich bin eins mit der ganzen Erde und kann mich aber auch jeden Moment auf alles einstimmen. Oder in dem Moment, wo ich jetzt an mich darauf konzentriere, bin ich, spüre ich, wie es diesem Wesen geht. Mhm. Also ich muss da nicht irgendwie Kontakt aufnehmen oder so, sondern es ist einfach in dem Moment so. Und wie wichtig ist bei dir der Auftrag von den Leuten, bei denen du arbeitest? Also wenn dich jemand zu einer Hausheilung ruft, ist es wichtig, dass die ganz genau wissen, sind es körperliche Befinden teilweise, dass sie in einem Zimmer nicht gut schlafen können oder sowas? Oder wonach, was ist da für dich wichtig an Konkretem? Ja, es hat natürlich verschiedene Hintergründe. Meistens hängt es damit zusammen mit Schlafen, dass sie schlecht schlafen können, unruhig sind oder irgendwelche körperlichen Beschwerden haben. Und die auf den Wasseradern so etwas Normales zurückführen. Und Verwerfung oder hat man Körige, der sich so gibt. Und meistens hat das andere Ursachen. Das ist nur ein kleiner Teil, ein kleiner Ausschnitt von den Störungen, die in einem Haus sein können. Mhm. Und aber Auslöser ist meistens der Körper, dass da körperliche Beschwerden sind und oder sie krank geworden sind, zum Beispiel Krebs bekommen haben und jetzt versuchen, wieder gesund zu werden. Und dass ich dann gucke, was der Hintergrund ist und ob ich da was machen kann. Der Körper. Ja. Ja. Der Körper ist ja so ergänzend, vielleicht der Körper ist auch so das Dichteste, was wir haben an Körpern, also Materielle. Und dann sammelt sich einfach drin. Ne? Die Energie, die genetischen Störungen sammeln sich bestimmt im Körper und dann lagern die sich ab und machen irgendwelche Symptome oder Krankheiten. Und das führt die dann dahin, dass Hans zum Beispiel kommen soll. Ne? Ja, bei mir ist es eben auch schon so, wenn ich ins Auto steige, dann ist mein Geist schon da. So, ne? Weil dann weiß ich genau, wie es mit dem Haus geht, wie es aussieht. Ja, und deswegen, ich muss da gar nicht hinfahren. Den Geist gibt es ja keine Entfernung. Das heißt, du könntest das eigentlich auch aus deinem Wohnzimmer machen? Ja, mache ich auch öfter, wenn die Häuser weit weg sind. Mhm. Dann mache ich das über Google Earth. Mhm. Ne? Ich gucke das Haus von oben an, über Google Earth. Mhm. Und dann, wenn ich von oben gucke, ja, dann habe ich schon gleich das Gefühl, wie das dem Haus und Grundstück und dem Ort geht und mhm. was der Hintergrund ist und so weiter. Das kann man sehr gut über Google Earth wahrnehmen. Mhm. Dadurch, dass du einfach den Plan siehst, also den, ja. wo was steht. Und ja, genau. Mhm. Und dann spürst du dich da ein. Ja, also ich habe den Moment, wo ich gucke, nehme ich das wahr, wie es denn besser ist. Aber manchmal ist es so, bei Google Earth stimmen nicht immer die Hausnummern. Mhm. Und deswegen bitte ich die Leute, mir auch noch Fotos vom Haus zu schicken. Okay. Das in einem falschen Haus. Ja, nicht das falsche Haus. Ja. Das heißt, diese telepathische Qualität wird eigentlich komplett unterschätzt oder gar nicht wahrgenommen, dass die da ist. Ja, das ist mehr wie Telepathie. Ja, das ist viel mehr. Telepathie wäre ja nur Gedankenlesen, Gedankenübertragung. Und das ist so ein volles Spektrum zu haben von dem Ort und von allen Wesen, die da sind. Und wie es ihnen geht, wie es dem Hausgeist geht, wie es dem Hütern geht, auf dem Grundstück, ob die einen Platz haben und so weiter. Das gucke ich alles und prüfe über alles nach. Dann gehe ich so in der Reihenfolge, wie auch bei normalen Haushalten, wenn ich im Ort bin, in einem Haus bin, dann habe ich ja so eine Reihenfolge, wie ich da durchgehe, das alles prüfe. Und bei der Fernbehandlung mache ich das genauso. Überprüfe alles, was da gestört sein könnte. Und Hüter haben wir ja oft gesehen bei dir in der Ausbildung, dass die in Bäumen sitzen zum Beispiel, da ihren Fokus haben. Wie ist denn das, wenn jetzt jemand so einen Garten hat, der so völlig clean ist, nur Rasen, wo geht dann der Hüter hin? Setzt der sich dann mit ans Haus? Oder? Ja, das Problem ist eben bei so sterilen Grundstücken mit Kies oder Rasen, dass die Hüter nur schwer da einen Fokus finden. Und dann, wenn ich dann eine Haushaltung mache, bin ich der Landschaftsengel, den im Nachbargrundstück damit in die Bäume und Büsche reinzusetzen. Mhm. Weil die brauchen was. Oder ich sage den Grundstücksbesitzer, war scheiße, da soll man ein paar Rosensprüche pflanzen. Wie die Hüter. Also die Hüter brauchen einen Vermittler, also einen Baumgeist oder Pflanzengeist, in dem sie wohnen, der ihnen hilft, die geistigen Qualitäten in die Materie reinfließen zu lassen. Mhm. Weil es ja geistige Wesen sind. Das ist sozusagen, wie wir das am Anfang gemacht haben bei der Einführung, dass man sich verwurzelt und nach oben ja. geht und wenn da der Körper dazwischen sozusagen fehlt, ja. dann fehlt sozusagen die Verbindung. Ja, der Körper ist der Vermittler oder also ein Baum ist ein Vermittler. Für die Hüter oder Engel, die da drin sitzen, damit sie ihre geistige Qualität in die Materie reinfließen lassen können.
Und das ist schon sehr wichtig. Also die Leute fällen ja einfach Bäume, ohne drüber nachzudenken. Und dann kann es sein, dass ein Hüter dort, der eine wichtige Funktion hat, oder Engel, nicht mehr wirken kann, weil er keinen Vermittler mehr hat. Und es können also Grundstücke stark gestört sein. Ich hatte mal einen Fall, da war eine schamanische Schule und da waren die Schüler, die da dahin gingen auch zu mir hin und die sagten mir, wenn sie aufs Grundstück kommen, dann haben sie Gleichgewichtsstörung. Und dann bin ich da hingefahren und dann steige ich aus dem Auto raus, sofort fing ich auch rumzueiern an. Und dann war da das Haus, das sie gebaut hatten, habe ich gefragt, was da vorher gestanden hatten. Da war eine große Eiche gewesen, die war gefällt worden und da war ein Balanceengel drin, der die Energie in der Landschaft ausbalanciert. Und da habe ich mich entschuldigt bei dem Balanceengel und dann habe ich den Landschaftsengel gebeten, ihm einen neuen Baum zu geben. Da war in der Nähe eine große Eiche. Habe ihn gebeten, da reinzusetzen und dort zu verankern. Nachdem er verankert war, sofort war das vorbei. Sofort hatte man wieder Gleichgewicht. Und dann kann man sehen, wie wichtig es ist, dass die einen Baum haben. Und das hat sich aber da speziell nur an dem Grundstück ausgewirkt, gar nicht in der ganzen Landschaft, sondern nur dort? Nur auf dem Grundstück, also in dem Bereich, wo der für zuständig war. Ne? Ich weiß nicht, wie groß der Bereich jetzt ist. Oder ein Landschaftsengel, der braucht ja auch einen Baum aus Fokus, meistens einen großen in der Landschaft. Und wenn dieser Baum gefällt wird, dann hat der Landschaftsengel auch keinen Fokus mehr und kann nicht mehr arbeiten. Und das ist so, dass die Engel sich selber keinen neuen Baum geben können, weil der Mensch für die Erde verantwortlich ist. Rudolf Steiner hat erklärt, dass 1879, als das finstere Zeitalter zu Ende ging, fing das lichte Zeitalter an und da haben die Engel die Verantwortung für die Erde abgegeben und an die Menschen und biegen nicht mehr gerade, was der Mensch falsch macht. Das muss der Mensch muss die Engel jetzt bitten, dies oder jenes zu tun. Die machen das nicht mehr von sich aus, weil der Mensch jetzt für die Erde verantwortlich ist. Und deswegen, zum Beispiel, wenn der Landschaftsengel einen Baum verloren hat, dann muss ich den Erzengel Michael bitten, ihm einen neuen Baum zu geben und ihn dort zu verankern. Weil der kann das nicht von selber, weil der Mensch Verantwortung für die Erde hat. Warum werden die in Bäumen verankert? Was hat das für einen Grund? Weil die Engel das Engelwesen sind, die keinen physischen Körper haben und die brauchen einen Vermittler, um zum Beispiel Lebenskräfte, die sie aus dem Weltenäther formen, dass der in die Materie reinfließt. Und dieser über den Baum kann es dann selber keine Hände haben, die sie auflegen können oder so, sag ich mal so. Ist der Baum oder der Busch ist dann der Vermittler, in dem diese kosmischen Lebenskräfte in die Erde reinfließen und sich in Erdenergie umwandeln. Der Weltenäther, hast du jetzt gerade gesagt. Ja. Was ist der Weltenäther? Ja, der Weltenäther, es ist alles, aus dem entsteht alles. So, wenn wir die Wissenschaft sagen, die Weltraum ist leer, und das 3% Materie, der Rest ist luftleerer Raum. So ist aber der luftleere Raum gar nicht leer, sondern dieser luftleere Raum ist gefüllt mit dem Äther, mit dem Weltenäther, aus dem alles entsteht. So, und also Lebenskraft, aus dem alles entsteht. Und so ein Engel, der jetzt hier seinen Fokus hat, so ein Landschaftsengel, der ist verbunden mit dem Kosmos und er leitet diesen Weltenäther, die Lebenskraft aus dem Weltraum in die Erde rein und verwandelt die in Erdenergien, dass die hier die Erde sagen, damit die Erde wird damit ernährt. Mit diesem Weltenäther. Das ist einfach sein physischer Körper, ne? Ja. Das ist ein Baum, ein Fokus, einfach der physische Körper, so wie wir einen physischen Körper haben, um als Geistwesen ja auch, was wir sind, aufwirken zu können, braucht so ein Engel eben auch einen physischen Körper. Ja. Das kann er auf dieser Ebene, sag ich jetzt mal dazu, auf dieser materiellen Ebene eben auch nicht wirken. Muss das mal auf unseren Körper übertragen. Mikrokosmos gleich Makrokosmos. Ja. Unser Körper besteht auch nur aus 3% Materie. Der Rest ist luftleerer Raum, wenn man sich das die Atomstruktur vorstellt, wie die da um den Kern rumkreisen, ist dazwischen luftleerer Raum. Nur wir können das nicht sehen. Aber es ist genauso. Das heißt, eigentlich sind wir nur 3% Materie, der Rest besteht aus Äther, aus Weltenäther. Das heißt, es ist ja auch noch die Schicht, die wir um den Körper haben. Ja, und dann haben wir noch verschiedene Auraschichten umherum, ne? Die verschiedenen Wesensglieder, die wir haben, Körper, Geist und Seele, sagt man ja. Die sich gegenseitig durchdringen. Das ist noch ein bisschen komplizierter, aber so einfach gesagt kann man sagen, Körper, Geist und Seele sind eine Einheit und durchdringen sich gegenseitig.
Das ist für mich schwer zu fassen. Also das ist, du meinst ja gar nicht jetzt die Aura und sowas, sondern du meinst es in den einzelnen Atomen, ist ja um den Atomkern sozusagen der luftleere Raum. Ne? Ja, wenn du das einfach mal, das was sagst, darf man ja Mikrokosmos gleich machen. Und das ist wirklich so. Ja. Dass der Weltraum, der luftleere Raum, ist nicht leer, sondern ist gefüllt mit Lebenskraft, mit Weltenäther. Und auf dem entsteht alles. So, und unser Körper ist genauso aufgebaut. Ja. Das heißt, wir sind eine komplette Kopie des Universums. Ja, so kann man sich das vorstellen. Ne? Wir sind das Kleinste. Ja, ne? So, wenn du das Universum dir vorstellst, riesengroß, kann man überhaupt nicht fassen, wie groß es ist, dann kannst du dir vorstellen, der Geist, der das beseelt, das Universum, das ist sozusagen Gott, ne? Man als Gott bezeichnet. Aber nicht der, das ist nicht der alte Mann mit langem Bart, sondern das kann man nicht fassen. Weil Gott ist nicht fassbar. Was wir nur fassen können, ist ja die Schöpfung, also der Körper. So, und in der Bibel steht ja, dass man sich kein Bildnis von Gott machen soll. Das bedeutet nicht, dass man ihn nicht in ein Bild malen soll oder in Stein meißeln soll, sondern überhaupt keine Vorstellung machen soll. Weil es gar nicht möglich ist, das zu erfassen, was mehreren Dimensionen besteht. Was ist nicht erfassbar. Und deswegen soll man doch keine Vorstellung von dem machen, was das Universum erschaffen hat, was dahinter steckt, der Geist, der das durchdringt. Das ist nicht fassbar. Mhm. Aber es ist mit dem Verstand nicht fassbar, aber ist es denn vom Gefühl her, dass man das im Ansatz fühlen kann oder wahrnehmen kann? Ja, ja, genau, weil wir sind nicht getrennt von dem Göttlichen. Ja. Es ist nicht möglich, getrennt zu sein, weil alles, was ist, das ganze Universum, besteht aus Gott zu sagen. Du und jeder besteht aus Gott. Und wenn du hierhin zeigst, dann zeigst du auf das göttliche Licht in deinem Herzen, auf das Göttliche. Das bist du. Und das ist eine Individualität. Und das Universum ist riesengroß, hat aber ein Bewusstsein, das alles durchdringt und auch wahrnimmt, was überall gleichzeitig geschieht. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Unser linearen Bewusstsein, dass das Universum, dass der Geist, der das Universum beseelt, alles gleichzeitig wahrnehmen kann und auch steuert. Mhm. Ne? Das heißt, wir leben ja noch in einer Gesellschaft, in der viel vom Kopf und von Rationalen bestimmt wird und man alles versucht zu erklären und zu erfassen, genau. Ist ja dann eigentlich was überhaupt gar nicht möglich ist. Nein, das war einfach eine Erfahrung, die wir gemacht haben, um in das lineare Bewusstsein zu kommen, um getrennt zu sein und das getrennt zu erfahren, um dann aus diesem Trennungsbewusstsein ganz viel zu lernen und dann wieder in die Einheit zurückzugehen und nicht getrennt sein. Und das ist der nächste Schritt. Wir sind ja seit der atlantischen Zeit, sind wir in die dritte Dimension gegangen, in das lineare Bewusstsein. Das haben wir über Jahrtausende gemacht. Das war eine Entscheidung der Erde. Die Erde als Lebewesen wollte selber die Erfahrung machen. Und jetzt haben wir über Jahrtausende diese Erfahrung gemacht, haben ganz viel daraus gelernt, getrennt zu sein. Und jetzt brauchen wir nicht mehr. Jetzt haben wir alles erkannt, verstanden. Und dann können wir wieder zurückkehren in das Einheitsbewusstsein. Das wird die nächste Erfahrung sein. Und hast du eine Vorstellung oder eine Wahrnehmung davon eher, wie sowas passiert? Also wie man von diesem Linearen wieder, weil das ist ja eigentlich was völlig anderes. Das hängt damit zusammen, dass je mehr Menschen aus den dritten Dimensionen rauskommen, in die fünfte Dimension, wie Christina von Rhein das nennt, je mehr Menschen erwachen sagt man ja auch, umso mehr und eine bestimmte Anzahl von Seelen oder Menschen eine Bewusstseinserweiterung erfahren, wird es irgendwann so weit sein, dass die ganze Erde das umspannt und alle Wesen, die auf der Erde sind, mit erwachen werden in diesem mehrdimensionalen Bewusstsein. Und dann wird Friede sein auf der Erde. Dann gibt es keinen Krieg mehr, weil der Krieg entsteht ja nur durch das Getrenntsein. Na? Und alles beurteilen, bewerten. Und dann kommt unser Verstand, beurteilen, bewertet alles. Und jetzt geht es darum zu erkennen, dass wir eigentlich gar nichts verstehen können. Und der Weise weiß, dass er nichts weiß. Und das ist wichtig zu erkennen. Das ist ein Riesenumbruch. Also wenn man sich vorstellt, zum Beispiel die Kriegsmaschinerie, was die für Krieg ausgeben, das geht ja auf über eine Billion weltweit, wer weiß, weiß es noch. Die würden doch dann völlig verzweifeln, wenn das passiert, oder wie muss man sich das? Nein, weil man muss sich das so vorstellen, wenn dieses Erwachen, weltweit Erwachen,
sich ausbreitet wie so eine Welle um die ganze Erde herum, dann sind auch diese Leute, die diese Kriegsmaschinerie bedienen, so bei der Wachen mit. Und die werden das dann nicht mehr bedienen, werden das gar nicht mehr brauchen. Wird alles abgewrackt werden. Und das ist meine feste Überzeugung, dass es in den nächsten Jahren, dass wir im nächsten Jahr dann mehr mit darauf zusteuern und jetzt auch aktuell darauf zusteuern. Dass es ein großes Erwachen der Menschheit gibt. Und das kann sogar von heute auf morgen geschehen. Und mit Erwachen heißt sozusagen, dass wir das Einheitsbewusstsein alle spüren. Also dass wenn wir ja, uns Erwachen einspüren, heißt nicht mehr getrennt sein. Nicht mehr getrennt, ne? Also Erwachen heißt, dass du dich nicht mehr getrennt fühlst, sondern mit allem verbunden fühlst und auch Verantwortung für dich und für die Erde übernimmst. Und wenn man jetzt zum Beispiel, du hast gesagt, alle Wesen kommen dann in dieses Bewusstsein, das sind sozusagen die Naturwesen, wir, ja, die Tiere, die Pflanzen, ja, das heißt, ein Löwe kann ja dann auch keine Gazelle mehr essen, wenn er sich mit ihr eins fühlt. Genau, und das wird also alles alle Tiere, auch die fleischfressenden Tiere, die werden, steht ja sogar in der Apokalypse drin, dass der Löwe Stroh frisst oder irgendwas steht da drin. Also bei der Wiederkunft Christi steht das in der Apokalypse drin. Ah. Ne? Und Wiederkunft Christi heißt Wiederkunft, zurückbekommen das Christusbewusstsein des bedingungslosen Liebe, dass das wieder auf die Erde kommt. Und wenn alles in der bedingungslosen Liebe ist, dann wird eben der Löwe auch kein Tier mehr töten, sondern der wird dann sagen Vegetarier werden. Okay. Ne? So kann man das verstehen. Wie muss man sich denn die Berufsbilder vorstellen? Zum Beispiel der Uli macht Heilpraktik. Ja. Was passiert denn dann, wenn alle in diesem Bewusstsein sind, was ist denn dann mit den Berufsbildern? Da ist doch eigentlich dann jeder schon sein eigener Heilpraktiker, sein eigener Astrologe, sein eigener. Was bedeutet das, also wenn man sich das im großen Weltenwandel vorstellt? Gute Frage. Ich denke, wir sind immer noch soziale Wesen dann und auch leben auch von dem Miteinander, sich gegenseitig für das spiegeln und sich gegenseitig auch Erfahrungen mit dir zu machen. Und das denke ich, das wird auch bleiben letztendlich so, ne? Dass ich dann immer wieder partiell oder in Momenten eben mit dir eine Erfahrung machen kann zum Beispiel. Ne? Und von daher denke ich, kann ich diese Berufsbilder ruhig weitergeben, aber vielleicht mit einem anderen Selbstverständnis einfach auch. Ne? Also alles durch die Augen der Liebe. Und wir werden alles durch die Augen der Liebe sehen, alles. Ich habe schon Zukunftsbilder, wo ich das sehe, dass die Leute voller Liebe, ich fahre mit dem Auto durch die Stadt und sehe die Leute auf der Straße und sehe, wie sie voller Liebe miteinander umgehen. Das sehe ich schon. Ja. Und das wird irgendwann jetzt kommen. Das kann nicht mehr lange dauern. Ich sehe das schon. Weil du es so deutlich schon wahrnimmst. Ja, so deutlich nehme ich das schon wahr. Ja. Ist das schon. Und Hans mal sagt, es ist sowieso immer alles da. Dann ist ja auch schon das eigentlich da. Bloß wir sind noch nicht da. Mit unserem Bewusstsein noch nicht. Und wenn wir mit unserem Bewusstsein dahin kommen, dann sind wir es eben auch. Ne? Ja, es gibt immer einige Menschen, die da sozusagen Vorreiter sind, die schon diese Erfahrung machen. Und die erzählen das dann. Und dann kommen andere auch dahin und so. Ne, Christian von Drein zum Beispiel oder andere, die so ähnlich arbeiten.